Hallo ihr Lieben, ihr habt lange, lange, lange nichts von mir gehört, aber ich bin gerade so ein bisschen auf Kampfdress, weil ich muss mal einfach was loswerden, was unsere Sprache betrifft. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade der Ausbund an Hochdeutsch. Ich bin in Hesse, ich bin in Frankfurt und so babble ich auch. Und nur was mit unserer Sprache im Moment passiert, da denke ich doch langsam, aber sicher drehen sie alle am Rad. Es geht ums Thema Gender. Ich lasse mir ja alles gefallen, Damen, Herren, liebe Mitwirkende, ja, liebe Mitwirkenderinnen, notfalls auch noch, ja. Aber was im Moment abgeht mit Gendern, das spottet jeder Beschreibung. Ich habe hier einen aus dem Genderkatalog. Nur mal als Beispiel, Mutter, eine oder die Mutter, ein oder der Vater wäre dann einens, dens Eltern oder Co-Elter oder eine Erziehungsperson. Und dann Gender-inklusive, Mapa, Pama, Ens, Mema und Ens, Pema und Ex, Eltex. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Trek 6, das unentdeckte Land, als General Chang dann sein oder nicht sein im klingonischen Original erzählt hat. Tach, pa, tach, pe. Wir bewegen uns langsam, aber sicher, wenn das so weitergeht, wirklich auf eine Sprache zu, die im 23. Jahrhundert auf Raumschiffen wahrscheinlich gesprochen wird. Aber es geht ja noch weiter. Schwester und Bruder heißen jetzt Geschwistex. Großmutter, Opma oder Ompa. Aber Tante und Onkel ist noch ein Hammer, denn es heißt dann entweder Onte, Tatonkel oder Tonkel. Aber Nichte und Neffe heißt in Zukunft Neffichte und nicht Effe. So, ich möchte jetzt mal einfach die Frage stellen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Also wer sich sowas ausdenkt, sorry, der hat was am Sträußchen. Goethe, Eichendorff, Busch, Schiller, Heine, Rilke, Kleist, Fontane, Brecht, Mann, Grass. Ich könnte jetzt Dutzende noch aufzählen. Die würden euch geteert und gefedert aus diesem Lande jagen. Wir waren mal ein Volk von Dichtern und Denkern. Inzwischen sind wir ein Volk von Sprachhenkern. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und ich sage es jetzt, meine Shows, meine Theater, meine Stadtführungen, generell alles von mir wird in Zukunft genderfrei sein. Egal, ob ich Stress kriege oder nicht. Solange das Ganze vom Gesetz her nicht festgeschrieben ist, und das wird es im Leben nicht, so lang babbel ich und ich hoffe auch der Rest dieses Landes, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag.